Hallihallo und herzlich willkommen zu Part 2 von Wallace & Gromit in Urlaub unter Tage. Nachdem wir unseren Privatstrand im Keller gebaut haben und natürlich die ganze Nachbarschaft eingeladen haben, müssen wir jetzt schauen, wie wir die alle glücklich machen. Ja, weil sie sich ja auch alle beschwert haben. Weil sie sich über verschiedene Dinge beschwert haben, genau. Dann gucken wir mal. Und dann schauen wir jetzt einfach mal, was wir machen müssen. Weil sonst gehen wir nämlich pleite. Ja, so wie immer. Ja. Dann reden wir doch mal mit Herrn Panini. Ihr Suchscheinwerfer ist genau das, was die Wasserwelt West Wallaby Street gebraucht hat, Herr Panini. Ich hoffe, es ist alles zu Ihrer Zufriedenheit. Ich bin alles andere als zufrieden. Ein gewisser schottischer Herr sabotiert mein Bauprojekt. Vielleicht könnte das Management sich diese Sache mal annehmen. Herr McBiscuit ist leider nur schwer zu erwischen. Sie müssen irgendwas unternehmen. Wenn ich meine Sandburg nicht fertigstellen kann, bestehe ich auf eine Rückzahlung. Ihre Burg ist aber wirklich Schmuck, Herr Panier. Was für bezaubernde kleine Eimerformen. Ach, ich bewundere so kreative Künstler, wie Sie einer sind. Oh, danke, Fräulein Flitter. Immerhin, es gibt Leute, die Kunst und Handwerk noch zu würdigen wissen. Schauen Sie, beinahe fertig. Was denken Sie? Sehr schön. Okay. Das ist der Gemüseturm, wo der heldenhafte junge Ladenbesitzer hochwertige Waren verkauft. Beeindruckende Architektur, finden Sie nicht? Oh, ja. Das ist der verwunschene Turm, in dem die schöne Prinzessin schläft und von einer gelungenen Hochzeit mit einem finanziell abgesicherten Prinzen träumt. Die Klischees der Inder? Das ist der Königshof, wo die Könige üppige Bankette für all ihre Getreuen abhalten. Das ist das fürchterliche Verlies, in dem der üble Raubritter in Ketten schmachtet. Okay. Ich sollte mal nach unseren anderen Gästen sehen. Aber ich bin fast fertig. Nur noch der letzte Feinschliff. So. Der perfekte Feinschliff, das Zeichen eines Produkts allererster Güteklasse. Ha, Fräulein Flitter wird sehr beeindruckt sein. Oh ja, sie wird gewiss sehr beeindruckt sein. Oh nein! Ah. Ups, ausgerutscht, ich Dummerle. Okay. Meine Burg, zertreten von einem schottischen Fuß. Sehen Sie, was ich alles erdulden muss? Ein Urlaub ist kein verdammter Urlaub, wenn ich meine Sandburg nicht bauen kann. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Okay. Sie genießen doch hoffentlich Ihren Urlaub, Major. Oh ja, und wie? Verdammt komfortables Quartier haben Sie hier. Ach, vielen Dank. Wir sind stets bestrebt, die Kundschaft vollkommen zufriedenzustellen. Das war doch gar nicht so schwer. Legen Sie das hin und hören Sie zu. Oh. Ich werde eine der größten Wüstenschlachten der Geschichte nachstellen. Die Belagerung von Akaba. Nur wenige kennen diese Geschichte. Es war gegen Ende des Jahres 1914. Oder war es 1916? Jedenfalls war es eine gerade Jahreszahl, da bin ich sicher. Auf der einen Seite stand ein einziger britischer Soldat. T.E. Lawrence, unter Zivilisten besser bekannt als Sir Lawrence of Olivia. Auf der anderen Seite fiel die Armee des Osmanischen Reiches ein. Tausende von Mann hoch. Kennen Sie die Geschichte? Lawrence verteidigte eine ganze Wüstenfestung mit einer einzigen Hand gegen einen massiven Angriff. Er hatte nur ein Gewehr und keine Munition. Er war ganz allein. Genau so. Lawrence beobachtete den Feind von seinem geheimen Aussichtspunkt aus, der von riesigen roten Felsen geschützt war. Wie auch immer.
Während sich der Feind versammelte, begannen die Geier über ihren Köpfen zu kreisen und in ihrer Gier nach Blut laut zu kreischen. Wie auch immer. Nun, an diesem Punkt hätte wohl jeder Durchschnittstyp das Handtuch geworfen und alles, was er sonst noch gefunden hätte. Aber was meinen Sie, was Lawrence tat? Er trank einen Tee. Wie auch immer. Lawrence wollte eben einen Keks hineintauchen, als er plötzlich... verflixt und zugenäht. Das stimmt so nicht. Ist historisch nicht ganz korrekt, fürchte ich. Ich muss nochmal von vorne anfangen. Einen Moment. Okay, ich muss... Oder wir müssen ihm verschiedene Utensilien geben, damit er die Geschichte... Also Tee und Cracker und irgendwelche roten Felsen und so Sachen. Ja. Die müssen wir... Eine schattige Zuflucht vor der Sommersonne. Das ist auch gut so. Lassen Sie es sich gesagt sein. Zu viel Sonne kann einen den Verstand kosten. Das wird er wohl selber am besten wissen. Ja. Okay. Hier kann ich nicht lang. Hallo, Wallace. Was haben wir denn hier? Gromits Liebling. Okay. Wie drollig. Das klang genau wie das Gummispielzeug meiner Lieblinge. Aha. Da kann man die unter Umständen einfangen damit oder sowas dann. Ich hoffe, die Wasserwelt West Wallaby Street sagt Ihnen zu, Fräulein Flitter. Wir sind stets bestrebt, unsere Kunden zufriedenzustellen. Wie lieb von Ihnen, dass Sie fragen, Herr Wallace. Ich amüsiere mich hervorragend. Um mich herum tobt das Drama, doch ich bin die Ruhe selbst, inmitten all des Urlaubswahnsinns. Ah, freut mich, das zu hören. Ich glaube, ich habe langsam den Bogen raus. Okay. Oh, das wird Ihnen gefallen, Wallace. Ich habe mich so nach einem neuen Look gesehnt. Und dieser hier ist genau richtig. Ganz inkognito, finden Sie nicht auch? Meine eigenen Lieblinge würden mich in dieser Aufmachung nicht erkennen. Ich fürchte, ich bin kein Modefachmann, Fräulein Flitter. Unsinn. Welcher Mann ist schon immun gegen die Reize einer wohlgekleideten Dame? Okay. Die will bestimmt irgendwelche Dinge haben für ihre... Ah, okay. Das ist dasselbe. Ich dachte, man könnte den Stuhl irgendwie benutzen. Was ist das dann? Umgebungssound ändern. Oh, Singvögel am Strand. Ah, da muss man dann die Geier sozusagen... Okay. Geier? Ja, er hat doch nach Geiern gelauscht und das sind dann die Möwen oder sowas. Okay, dann gehen wir mal rauf und schauen, was wir sonst so einsammeln können. Erstmal wild alles einsammeln, würde ich mal sagen. Hart am Arbeiten, was Gromit? Das sehe ich gern. Wir haben bald das Haus voller glücklicher Urlauber. Keine Sorge. Oh, klasse Idee, Kumpel. Ein Tässchen Tee liebt doch jeder. Du bleibst am besten am Herd bei deinem Essen, ja? Okay, dann haben wir schon mal Tee für den Major. Sollen wir mal nach oben gehen? Ja, ich würde jetzt einfach überall hingehen. Oh, wir können ins Wohnzimmer. Ja, die Kisten... Herr Wallace, ich würde mich gern kurz mit Ihnen unterhalten, wenn Sie gestatten. Was sagt man dazu? Gromit würde nie so reagieren. Vorsicht mit den Fingern. Sie können es nicht leiden, wenn man das Spielzeug anfasst. Okay. Vielleicht die Wolle mitnehmen? Guck mal da. Ja. Gromit hätte nichts dagegen, dass ich mir dies ausleihe. Weiß zwar noch nicht genau wofür, aber das sehen wir ja dann.
Okay, mit der kann man nichts machen. Niedliche kleine Bursche. Oh je. Okay. Unterhalten wir uns vielleicht. Genießen Sie Ihren Aufenthalt in der Wasserwelt West Wallaby Street, Wachtmeister? So nah dran bin ich, Ihren Laden dicht zu machen. Wie? Dicht machen? Sie haben mich verstanden. Diese Hunde sind ein öffentliches Ärgernis und ein Gesundheitsrisiko und überhaupt. Oh je. Sind völlig ausgeflippt, die beiden. Und nur weil ich dieses grässliche kleine Ding wegräumen wollte. Mein Ordnungssinn ist sehr dominant, müssen Sie wissen. Ich denke, Fräulein Flitter... Ich habe Felicity Flitter gewarnt, jawohl. Und jetzt trifft sie das Gesetz mit voller Härte. Ich stelle eine amtliche Verwarnung aus. Wegen Störung der rechtlichen Ordnung. Das ist schon die dritte, die ich heute ausstellen muss. Die dritte? Genau. Die ersten beiden wurden gefressen. Geben Sie diese hier, Fräulein Flitter. Und bestellen Sie ihr, dass sie ihre Tiere wegschaffen soll. Sonst sehe ich mich gezwungen, ihr Etablissement zu schließen. Ah, vielleicht können wir die eher dem McDingensbums geben. Biscuit. Käse. Biscuit. Der McBiscuit. Nein, okay, er heißt McBiscuit. Auch noch nicht, wofür wir es brauchen. Okay, dann ich will dahin. Sollen wir jetzt erst hochgehen oder sollen wir erst noch ins Zimmer gehen? Ja, gehen wir jetzt ins Zimmer und dann. Okay. Noch keine Essenszeit, Kumpel. Tut mir leid. Okay. Okay. Wenn man das weiß. Ja. Dann unterhalten wir uns doch erstmal. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Frau Gabberley? Oh je. Ich bin wahrlich in schlechter Verfassung. Aber es ist meine eigene Schuld, dass mir dieser eklige McBiscuit so zusetzt. Was interessiert mich, was er sagt? Meine Mutter hat immer gesagt, Stock und Stein brechen dein Gebein, doch Worte bringen keine Pein. Oh je, das gibt Ärger. Sieh, dicke, fette Presswurst. Dicke, fette Presswurst? Ich weiß, dass das nur zu wahr ist. Ich bin nicht in der Form für einen Strandurlaub. Vielleicht sollte ich mir das Geld zurückgeben lassen und nach Hause gehen. Oh, nein. Das ist freundlich von Ihnen, aber nutzlos. In einer solchen Stimmung bin ich untröstlich. Verstehen Sie? Tja, ich... Hänge. Ja, er hängt ja. Was halten Sie von Duncan McBiscuit? Also sympathisch ist er nicht. Nee, sympathisch ist Was er nicht. Was für ein Stinkekäse. Genau. Er ist ein fauliger Stinkekäse, ein widerlicher. Freut mich, dass Sie das auch finden. Ah, okay. Sie sind ein sehr guter Zuhörer, Wallace. Ich sollte dankbar sein für das, was ich habe. Wenigstens passt mein neuer Hut. Das ist doch schon was, oder? Ich muss mal wieder was sagen. Ich muss ja in Betracht ziehen. So, mit der Blume, vielleicht. Taufrisch! Es fällt mir schwer, Ihnen zu folgen, Wallace. Okay. Ah nein, vielleicht das Eine Buch? Traurige, trostlose Welt. Ja, wahrscheinlich. Überall nur Schurken. Okay, jetzt wieder. Ich hab keine. Also überall nur Schurken. Überall nur Schurken. Dann Käse, oder? Es ist ein Zeichen. Das ist bestimmt kein gutes Zeichen. Okay. Total vermasselt. Da sitzt du richtig in der Tinte, Winnie Gabberley. Das lass dir gesagt sein.
Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Tee trinken. Es geht doch nichts über eine Tasse Tee. Ja, das stimmt. So ein Tässchen lindert die meisten Kümmernisse. Ja? Schön, dass Sie da sind, Wallace. Meine besten Tage sind vorbei. Für einen Strandurlaub bin ich jedenfalls zu alt. Das steht fest. Entweder... Nee, taufrisch. Taufrisch! Davon weiß ich nichts. Aber es ist sehr freundlich, dass Sie das sagen. Weil ich hätte nämlich das Buch vielleicht angeklickt. Mir geht es schon ein wenig besser. Ach, was weiß denn ich? Ich werde langsam senil, nicht wahr? Gesunde Ernährung. Na, ich bin nicht ganz sicher, ob ich sie recht verstehe. Okay. Ach, bin ich bei Sinn? Verstehen Sie mich? Also ich traue mit, also ob man Glas, das... Glasklar! Naja, ist schon in Ordnung. Immerhin rede ich noch nicht mit mir selbst. Noch irgendwas? Sie sind ein sehr guter Gastgeber, Wallace. Ich würde ja nach Hause zu Herrn Gabberly gehen, aber das bringt nichts. Im Haus wird er auch nicht netter zu mir sein, oder? Wie traurig. Ich fürchte, Sie haben mich abgehängt, mein Bester. Okay. Es liegt nicht an mir, oder? Was halten Sie von okay, der okay. Jetzt sind wir dann da. Ja. Stinke also, Käse. Stinke Käse, genau. Was für ein Stinke Käse? Genau. Er ist ein fauliger Stinke Käse, ein widerlicher. Freut mich, dass Sie das auch finden. Sie sind ein sehr guter Zuhörer, Wallace. Eine traurige, trostlose Welt, nicht wahr? Überall nur Schurken. Und jetzt traurig. Wie traurig, ja. Hoffe ich. Wie traurig. Wie wahr, wie wahr. In ihnen steckt die Weisheit einer Eule, richtig, Wallace? Wissen Sie was? Winnie Gabberly hat die Nase voll von Selbstmitleid. Aber es ist schon dabei, wenn ich ein bisschen aussehe wie eine Presswurst. Ich hab's mit Riesenbienen aufgenommen, jawohl. Einen ungehobelten Herrn McBiscuit bändige ich doch mit links. Danke, Wallace, für Ihre freundlichen Worte. Stehe immer gern zu Diensten. Keine Sorge wegen mir, mein Lieber. Ich werde meine Geschichte vollenden. Oi! Hey da, Sie riesige Fette! Halten Sie den Rand, Sie Schottenrüpel, sonst gibt's einen Satz heiße Ohren! Ich liebe gute Bücher. Es ist also nicht notwendig, das Geld zurückzuzahlen? Oh nein, ich bin rundum zufrieden. Ein weiterer zufriedener Gast! Da hatten wir noch mal Glück. So, okay. Ich glaube, wir sollten uns jetzt nicht weiter unterhalten. Nicht weiter unterhalten. Wir nehmen das, was wir haben und gehen. Tschüss. Ja, ich wollte gucken, ob es hier noch irgendwie was gibt, was man benutzen kann. Aber okay. Dann gehen wir wohl jetzt mal rauf. Ja. Dann können wir mal gucken. Vielleicht finden wir oben dann Sachen für das Outfit. Ja, wahrscheinlich so. Bye-bye! Hier kommt eine Bombe! Herr McBiscuit, kann ich Sie kurz sprechen? Juhu! Na ja, dann vielleicht später. Donnerwetter! Die Infrastruktur wird doch arg strapaziert. Da, die Sonnenbrille. Ja. Totschick! Und ich denke mal im Schrank vielleicht. Eine schöne Deko für unsere Pension. Ja, ich kann mal gucken, ob ich überhaupt. Nee, ich kann den Schrank. Kannst nicht... du auf die andere Seite wandern? Ja. Ziemlich düster draußen. Spaß. Alles funktioniert. Da müssen wir bestimmt irgendwas mit tun. Sicherheit geht vor.
dass der irgendwie keinen Spaß mehr hat. Und ewig dreut das Ungemach. Nein, mein Name ist Sonnenbrille. Ja. Also sind wir hier schon fertig. Sind wir hier schon wieder fertig? Okay. Ich würde sagen, dann gehen wir mal zum Major und bringen ihm den Tee. Ja. Darf ich Ihnen ein Tässchen Tee anbieten, Major? Natürlich. Schärft die Sinne. Wir müssen ihn wahrscheinlich dann noch Cracker besorgen. Vielleicht gehen wir dann erstmal die Sonnenbrille abgeben. Weiß nicht, ob das schon was. Hallöchen! Hätten Sie gern diese Sonnenbrille? Ach, wie wunderbar, Herr Wallace. Totschick. Genau das Richtige für meinen neuen Look. Das wird ein Spaß. Die Brille habe ich schon. Jetzt fehlt nur noch das Tuch. Okay. Das Tuch. Gesundheit. Wolle. Was haben wir denn überhaupt alles dabei? Kisteverzeichnis, die Wolle. Okay. Ich denke, die Verwarnung geben wir dem Biscuit, dass der irgendwie Stimmt. Ruhe gibt oder sowas. Und Wolle. Okay. Und das da hört sich irgendwie. Voilà. Keine gute Idee. Können wir sonst hier irgendwie was? Hier kann ich nur die Zeitschrift prüfen. Also das Tuch muss blau sein, ne? Ja, denk das ist blau mit Streifen. Aber das habe ich irgendwie noch nirgends entdeckt. Ich gebe dir Hätten mal. Sie Interesse an... Nein, vielen Dank. Okay, will er nicht. Dann gehen wir nochmal vielleicht zur Küche. Und gucken, ob uns vielleicht Cromit Crackers gibt. Was macht das Essen, Kumpel? Warte am besten, bis unsere Kunden alle zufrieden sind. Okay. Ja, wird nicht mehr lange dauern. Gut. Ja. Dann vielleicht nochmal ins Wohnzimmer? Ja. Das bringt unsere Gäste in Urlaubsstimmung. Haben wir hier noch irgendwie Weil da draußen geht er Ein wahrscheinlich ganzer nicht. Haufen Schirme. Wenn man bedenkt, wie schwer ich mich getan habe, einen einzigen Schirm zu besorgen. Okay, dann. Niedliche kleine Burschen. Okay. Ja, da oh je. Kannst du vielleicht eine Foto anbieten? Warte mal, hier ist da noch was. Zuckerwatte. Das scheint zu funktionieren. Ja, ich. Das macht die Zuckerwatte nicht besser. Was ist mit dieser Erinnerung für immer? Kannst du da schon irgendwas? Ah ja. Was für ein Kerl! Sie liebt die Kamera und die Kamera liebt sie. Das ist die Dings. Ich muss gucken, dass ich. Warte mal. Dass ich auch dieses Griechen-Ding. Aha, hier habe ich nämlich. Da kriege ich das Tuch her. Ja. Die sollte mal gebügelt werden. Okay. Wenn man
was sonst sehen? Was macht denn der da unten, der Roboter? Das ist dieser Fotoapparat, der dann das Bild macht. Okay. Haben wir hier irgendwas, was wir mitnehmen können? Nope. Die Möbel vielleicht? Okay. Nein. Aber den Ball kann ich mitnehmen. Oh, umwerfend. Okay. Und sonst nichts, ne? Sonst nichts, ne. Die Wolle habe ich schon. Kann ich mit denen irgendwie? Nee, ich niedliche kleine Bursche. Okay. Egal, was mit denen passiert. Der Polizist tut mir irgendwie leid. Ja. Okay, dann gucken wir mal. Eine Bombe! Oh je. Okay. Was hat er? Willkommen zurück. Interessieren Sie sich hierfür? Oh, vielen Dank, Herr Wallace. Was für ein hinreißendes Tuch. Eigentlich ist es... Diese strahlende Farbe. Und so ein schönes Muster. Das passt perfekt zu meinem neuen Look. Mein neuer Look ist perfekt. Einen Moment nur. Es wartet eine Überraschung auf Sie. Tada! Was meinen Sie, Wallace? Bin ich nicht geheimnisvoll? Äußerst geheimnisvoll, doch. Wo ist denn Felicity? Wo ist nur Fräulein Flitter abgeblieben? Ah, jetzt erkennen die ihre Hunde auch nicht. Ach, wir haben aber auch einen Spaß, Wallace, nicht wahr? Okay. Wachtmeister Dibbins fordert... Wachtmeister Dibbins ist auf dem Holzweg. Pudgy-Woo und Tinky-Wee würden sich niemals daneben benehmen. Sie wirkten schon etwas unruhig. Also schön, bringen wir es hinter uns. Drohverhalten gegenüber einem Gesetzeshüter. Das ist ein schweres Vergehen. Jawohl? Glaubt ja nicht, dass ich euch nicht einbuchte. Da liegt ihr falsch. Das ist meine allerletzte, letzte Warnung. Pudgy-Woo! Tinky-Wee! Wie könnt ihr euch nur so aufführen? Okay. Mami ist sehr enttäuscht. Sehr, sehr enttäuscht. Was haben Sie mit meinen süßen Schmusiputzis angestellt, um sie so zu verstören? Schmuseputzis? Meine Lieblinge? Hat der böse Mann euch erschreckt? Keine Angst, Mami ist ja jetzt da. Wie wäre es mit einer kleinen Modenschau zum Trost? Ja, möchtet ihr gerne Modenschau spielen? Oh, natürlich möchtet ihr das, natürlich. Na, dann kommt mal, meine Süßen. Sie kann von Glück reden, dass ich diese Köter nicht in den Zwinger geworfen habe. So nah dran war ich. Jawohl, mit Polizeiwachtmeister Ernest Dibbins ist nicht zu spaßen. Ich hoffe, Ihr Urlaub verläuft zufriedenstellend, Wachtmeister. Zufriedenstellend? Ja. In der Tat, alles ist zu meiner vollsten Zufriedenheit. Friedlich und aufgeräumt. Vielen Dank, Wallace. Super, wir schaffen es. So. Jetzt müssen wir noch gucken, was wir mit dem Herrn Panier und dem McBiscuit machen. Müssen wir nochmal mit dem Major reden? Ja, wir können jetzt nochmal mit dem Major reden und dann schauen wir mal, was... Da haben Sie aber Glück, mein Junge. Ich wollte die Belagerung von Akaba soeben nachstellen. Kennen Sie die Geschichte? Sir Lawrence ging hinter gewaltigen roten Felsen in Deckung. Wie auch immer, Geier kreisten am Himmel und schrien hungrig nach Blut. Genau so.
Unser Lawrence blieb ganz ruhig und trank einen Tee. Genau so. Lawrence wollte eben einen Keks hineintauchen, als er plötzlich... verflixt und zugenäht. Das stimmt so nicht. Ist historisch nicht ganz korrekt, fürchte ich. Ich muss noch mal von vorne anfangen. Einen Moment. Okay, dann gehen wir dem mal die Folie. Interessieren Sie sich hierfür? Perfekt. Genau wie die riesigen Felsbrocken in der Wüste von Akaba. Ja, wir haben ja mehrere. So. Dann stehen wir. Autsch! Auf dieses Spielzeug sollte niemand aus Versehen treten. Das ist kein Spielzeug und Sie können es nicht haben. Nicht mitten im Krieg. Okay. Da haben Sie aber Glück, mein Junge. Ich wollte die Belagerung von Akaba soeben nachstellen. Kennen Sie die Geschichte? Sir Lawrence ging hinter gewaltigen roten Felsen in Deckung. Genau so. Geier kreisten am Himmel und schrien hungrig nach Blut. Genau so. Unser Lawrence blieb ganz ruhig und trank einen Tee. Genau so. Lawrence trank Tee und wollte soeben seinen Keks hineintauchen, als plötzlich 10.000 Osmanen heulend die Festung attackierten. Der Tee fiel natürlich ins Wasser, aber gab Lawrence auf Olivia vielleicht auf? Niemals. Er nahm sein Gewehr und hebelte riesige rote Felsbrocken aus, die von den Dünen herab schnurstracks in die feindlichen Horden kracht. Mit solcher Art destabilisierten Feinden ging Lawrence nur mit seinem Bajonett bewaffnet und sich nach seinem Tee verzehrend zum Gegenangriff über. Einen nach dem anderen überwältigte er und schließlich hatte er sie ganz und gar besiegt. Okay. Und jetzt nehmen wir die Figur mit. Jetzt können wir die Figur mitnehmen. Ich werde hier schnell ein wenig Ordnung machen. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir die brauchen. Für den Herrn Panini. Genau. Ja, ich weiß. Okay. Genau, dann wenn da jemand drauf tritt. Genau. Dieser kleine Kollege könnte ihre Sandburg verteidigen. Ein Ritter als Verstärkung? Wie? Warum nicht? Frisst ja kein Brot. Stellen Sie ihn hin, wo Sie wollen. Das hat er kaputt gemacht, ne? Am Anfang, da hat er drauf getreten. Ja. Ja, da hat er drauf. Das ist der Gemüseturm, wo der heldenhafte junge Ladenbesitzer hochwertige Waren verkauft. Beeindruckende Architektur, finden Sie nicht? Oh, ja. Oder müssen wir den vielleicht... Das ist der verwunschene Turm, in dem die schöne Prinzessin schläft und von einer gelungenen Hochzeit mit einem finanziell abgesicherten Prinzen träumt. Das ist der Königshof, wo die Könige üppige Bankette für all ihre Getreuen erhalten. Und der andere Turm war, wo der Prinz... Das ist das fürchterliche Verlies, in dem der üble Raubritter in Ketten schmachtet. Also ich muss jetzt aber, glaube ich... Nur noch letzte Hand anlegen. So, jetzt ist es ein hochwertiges Produkt. Ich kann es kaum abwarten, Sie Fräulein Flitter zu zeigen. Und ich bin mir sicher, dass sie ganz wild darauf ist, Sie zu sehen. Oh nein! Mein Fuß! Mein armer, zarter Fuß! Das war eine verflixte Sandfalle! Au! Na, dann kann ich ja jetzt wohl in Ruhe arbeiten. Tja, also prima. Nur noch der letzte Feinschliff? Der Verteidiger des Königreiches? Wie gelingen Ihnen nur immer diese Wunderwerke, Herr Panier? Das ist eine Begabung, Fräulein Flitter. Hätte mich die Krämerschule nicht genommen, wäre ich Ingenieur geworden. Aber Lebensmittel sind natürlich meine wahre Liebe. Kann ich sonst noch irgendetwas für Sie tun?
Nein, danke, Herr Wallace. Betrachten Sie mich als glücklichen Urlauber und hochzufriedenen Kunden. Wir möchten unsere Kunden zufriedenstellen. So. Ha, na endlich! Ein Haus voll zufriedener Kunden. Genau wie ich es vorausgesehen habe. Ich sage besser Gromit, dass er den Tisch decken soll. Ich kann uns nur zu diesem Gastgeber gratulieren. Ich hatte umwerfende Ferien. Na Gott sei Dank. Es war knapp genug, nicht? Oh, welch ein Duft nach Fisch und Fritten. Da können wir uns auf ein hervorragendes Essen hier in der Offiziersmesse freuen, nicht wahr? Das Geschirr steht offensichtlich im Widerspruch zu den Arbeitsschutzbestimmungen. Die Frage ist nur, ob man sie durchsetzen soll. Du duftest ja himmlisch, mein Mädchen. Hast du dir ein neues Parfum für unsere Verabredung besorgt, ja? Oh, also wirklich danken? Das ist doch nur die Blume in meinem Haar. Und ich weiß nicht, ob man es Verabredung nennen kann. Ehe wir zulangen, möchte ich Sie im Namen des Managements, das sind Gromit und ich, bei unserer kleinen Unternehmung begrüßen. Der Wasserwelt West Wallaby Street. Dem einzigen Ferienziel mit eigener Allwetter-Kellerstrand-Badeattraktion. Auch von mir ein paar Worte. Hoch die Gläser! Hoch, sag ich! Auf einen grandiosen Tag mit einem tollen Mädchen, dem süßesten Anblick, den ich je gerochen habe. Genau, ich rede von... Hey! Wer hat das Licht ausgeau? Was geht hier vor? Hey, da? Schluss damit! Ja, zum Kuckuck! Haben Sie gesehen? Das ist ja mächtig! Ich sag's euch! Ausländische Spione! Eindringlinge! Zugestoßen! Ruhe, alle miteinander! Reicht mir meine Faust! Beruhigen Sie sich, sage ich! Ich muss darauf bestehen! Was in aller Welt? Dies ist nicht... Was? Aufhören! Ruhe! Ah, jetzt spielen wir Gromit, schätze ich. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Okay. Ich würde sagen, sollen wir hier Part 2 zu Ende führen. Okay. Und uns dann in Part 3 um die Horrorhunde kümmern. Ja. Ja. Dann machen wir hier, dann speichern wir hier mal. Spiel verlassen. Ja. Ja, und dann sehen wir uns in Teil 3 wieder, wenn wir uns um die Horrorhunde kümmern. Und ja, bis dahin noch viel Spaß und man sieht sich. Tschüss! Tschüss!